Hallo und herzlich willkommen auf dem Campus der OER Camp Summer School. In diesem Video stellen wir euch die Website mit den verschiedenen Funktionen des Campus einmal vor. Auf der Startseite findest du hier oben rechts die Möglichkeit, dich für den Campus anzumelden. Die Anmeldung ist kostenfrei, dank einer Förderung des BMBF. Und sie ermöglicht dir, mit deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen zu kommunizieren und auch zu sehen, wo du in welchem Kurs gerade bist. Das heißt, wenn du heute mit dem Lernen in einem Kurs aufhörst, kannst du morgen da wieder einsteigen, wo du bisher warst. Ich scroll mal weiter nach unten. Hier findest du Informationen zu den verschiedenen Elementen unseres Campus und noch weiter unten eine Übersicht über die Kurse, in die du dich einschreiben kannst. Du kannst dich in beliebig viele Kurse einschreiben, kannst nur mal reingucken. Es ist so, dass du nicht die Kurse erst durcharbeiten musst, sondern du kannst auch springen. Du wirst sehen, dass alles so ein grünes Schlosssymbol hat. Das bedeutet, dass diese Einheiten für dich schon geöffnet sind. Das heißt, du kannst direkt dahin springen, wo es dich interessiert, aber du kannst natürlich auch am Anfang anfangen und dich nach unten weiter durcharbeiten. So, ich zeige hier mal die 6 Kurse. Das ist OER erklärt, ein Kurs über OER und die Eigenschaften, die vor allem mit den freien Lizenzen verbunden sind. Wir haben einen Kurs über Videos und Audios als OER. Wie nehme ich entsprechende Materialien mit Open Source Programmen auf? Hier gibt es einen Kurs über die Gestaltung von interaktiven Aufgaben mit H5P. Wir haben einen Kurs über die Gestaltung von Online-Kursen als und mit OER. Hier gibt es 100 tolle Quellen zu OER, wobei man sagen muss, ich glaube, es sind mehr als 100 geworden. Und eine Sammlung mit Anleitungen und Ideen für offene Webtools für offenes Lehren und Lernen. Ihr könnt unter dem Punkt Community euch 2 Funktionen zum Lernen mit und über andere anschauen. Das sind die Lernenden und die Aktivitäten. Die Lernenden sind einfach ein Verzeichnis von allen Menschen, die auf der Plattform registriert und aktiv sind. Man kann sich auch die Profile im Einzelnen anschauen. Die sind mal mehr, mal weniger ausführlich beschrieben. Ich nehme jetzt mal hier über die Suche, hier oben rechts, das Profil von Nele, weil von dem weiß ich, dass es sehr ausführlich ist, quasi vorbildlich ausgefüllt. Nele hat hier oben ihr letztes Status-Update, teilt sie kleine Informationen, die aktuell sind. Man kann ihr hier direkt eine öffentliche Nachricht schreiben, die dann auch andere sehen kann, oder eine private Nachricht, die nur Nele bekommt. Und hier sieht man so ihre letzten Updates. Man kann auf ihr Profil klicken und dann sieht man, was sie über sich selbst eingetragen hat. Das ist sehr vorbildlich. Man hat nämlich eine Abteilung über mich und man hat 3 Hashtags. Das hilft, wenn man schauen will, gibt es hier Menschen, die die gleichen Interessen wie ich haben. Dann der Punkt Aktivitäten. Da sieht man, was so als letztes passiert ist zwischen den Teilnehmenden. Hier unten gibt es Profilaktualisierung beispielsweise, neue Registrierung etc. Man kann hier auswählen, was einem angezeigt werden soll. Soll alles an Updates angezeigt werden, nur neue Mitglieder dazugekommen sind. Updates, das ist sowas wie eben ein Status-Update, wo jemand etwas geschrieben hat, was für andere interessant sein könnte etc. Als nächstes hier im Menü findest du die Mitmachaktion. Da gibt es 3 Stück, ein Online-Barcamp, den Till-Storm und die Funktion Ergebnisse teilen. Beim Online-Barcamp kann man Sessions zu bestimmten Themen einreichen, wie bei einem Offline-Barcamp auch. Und dann machen wir als Orga-Team mit euch einen gemeinsamen Termin aus, indem wir das per Videokonferenz machen. Wir teilen den anderen Lernern auf der Plattform mit, dass es diese Session gibt. Und so kannst du bis Ende September jederzeit eine Session einreichen und geben. Weiter unten findest du schon einige Einreichungen und siehst die nächsten Termine. Mit einem Klick auf eines der Themen kannst du dir dann die Details dazu anschauen und hoffentlich den Termin notieren. Till in Till-Storm steht für Today I Learned, also eine Sache, die du gelernt hast. Und so wollen wir das Lernen sichtbar machen. Du kannst hier eine kleine Sache reinschreiben, die du gelernt hast, oder eine weltverändernde Erkenntnis. Und das alles untereinander wird dann ein Stream quasi, ein Storm, wenn es ganz groß wird, von gelernten Inhalten. Außerdem gibt es hier die Funktion Ergebnisse teilen. Wenn du während der Summer School eigene Materialien entwickelt hast und davon erzählen magst, dann nutze hier dieses Formular, um dein OER zu beschreiben und zu verlinken. Das ist nur für angemeldete Menschen auf der Plattform sichtbar. Insofern die Erinnerung, oben rechts kann man sich immer anmelden, auch jederzeit nachträglich noch. Außerdem findest du hier den Menüpunkt Blog. Im Blog werden nicht nur alle Neuigkeiten zum Campus veröffentlicht, sondern auch die Informationen zu eingereichten Ergebnissen. Also wenn andere Leute ihr Material teilen, findest du es auch hier über diesen Menüpunkt. Wenn du Fragen hast, klickst du hier oben auf den Menüpunkt Kontakt. Da gibt es ein Formular und du kannst eine Nachricht schreiben oder uns auch anrufen. Und wir gucken dann, wie wir mit deinen Fragen umgehen können, ob wir dir weiterhelfen können, ob du eine Idee hast, die wir gemeinsam weiterentwickeln können etc. Wir freuen uns sehr, dich als neues Mitglied auf dem OER Campus begrüßen zu dürfen. Wenn du Fragen hast oder Ideen, melde dich jederzeit. Ansonsten viel Erfolg beim Lernen.